Ich begrüße Sie zu einer kurzen Zusammenfassung meiner Gedanken zur Digitalisierung der Hochschullehre. Das bedeutet zur Integration digitaler Lehr- und Lernmaterialien, sozialer Medien und technischer Systeme in die Hochschullehre. Wie Sie wissen, befindet sich die Hochschullehre in einem dramatischen Wandel, der von verschiedenen Institutionen, zum Beispiel vom Hochschullehrerverband oder dem Stifterverband, mit dem Schlagwort Digitalisierung assoziiert wird und bisher gängige Bezeichnungen wie neue Medien in der Lehre, E-Learning oder auch Blended Learning nahezu vollständig absorbiert hat. Viele meinen, es sei der gravierendste Wandel seit der Erfindung des Buchdrucks und es sei zwingend, dass sich die deutschen Hochschulen diesem Wandel stellen. Hören wir mal, was Frau Wintermantel sagt. Natürlich müssen wir in dieser Entwicklung dabei sein und die deutschen Hochschulen müssen in dieser Entwicklung dabei sein, sonst verschwinden sie tatsächlich von der Landkarte. Nun, in der Folge möchte ich Ihnen daher einige Empfehlungen geben, damit das, was sie gesagt hat, nicht passiert. Ich werde dazu zunächst 4 Thesen formulieren und so einen Handlungsrahmen definieren, anhand dessen ich ebenso viele Botschaften als Handlungsempfehlungen aussprechen kann. Meine erste These lautet: Digitalisierung ist zum Normalfall geworden. Viele alltägliche Prozesse werden mittlerweile digital abgewickelt und unsere Zielgruppe, die heutigen Studierenden, sind nahezu vollständig digitalisiert. Für sie ist die Alltagswirklichkeit in hohem Maße digital. Digitalisierung verbessert die Hochschullehre, lautet meine zweite These. Viele Probleme der Lehre, die hier anhand von Grafiken aus meinem Buch Patient Hochschullehre dargestellt sind, können bei weitreichender Digitalisierung gelöst werden. Doch was heißt es eigentlich, die Lehre zu digitalisieren? Nun, viele meinen, mit einer Übertragung der Inhalte in Videoformate wäre es getan. Doch genau das heißt es nicht. Und damit bin ich bei meiner dritten These, die ich im englischen Original belassen habe. Wer meint, mit Lehrvideos allein die Hochschullehre digitalisieren zu können, muss sich nur die enormen Probleme im Zusammenhang mit den Massive Open Online Courses anschauen. Videos sind wichtig, allerdings erstens nicht jede Art von Video und zum Lernen gehört mehr als nur Video. Und schließlich noch meine vierte These, die im Prinzip die Mantelthese und die wichtigste überhaupt ist: Didactics must drive technology und nicht umgekehrt. Es ist nicht mehr die Technik, die bei der Digitalisierung der Lehre die zentrale Rolle spielt, sondern die Didaktik. Es geht um Methoden und Inhalte. Die Technik soll nicht bestimmen, sie muss aber funktionieren. Diese 4 Thesen bilden nun den Rahmen für eine digitale Lehr- und Lernkultur und die Schaffung einer neuen Ausgangslage, in der primär videobasierte Inhalte online vermittelt und erschlossen werden können und mit flankierenden Elementen wie interaktiven Übungsaufgaben, formativen elektronischen Assessments und weiteren flankierenden Elementen, zu denen übrigens auch Fachliteratur gehört, verknüpft werden. Doch wie können wir all das verwirklichen? Wer oder was sind die Treiber dieser Entwicklung? Was ist genau zu tun? Mit 4 Botschaften möchte ich eine Agenda definieren. Meine erste Botschaft zur Realisierung einer neuen digitalisierten Hochschullehre lautet: Treiber dieser Entwicklung können nur die Hochschulleitungen sein. Die Studierenden sind es nicht. Bei ihnen stehen immer nur Credits und Zensuren im Vordergrund. Die Lehrenden sind es auch nicht. Sie scheuen die notwendigen Anstrengungen und die Politik kann nur die Rahmenbedingungen schaffen. Allerdings kommt eine dieser Rahmenbedingungen in meiner zweiten Botschaft zum Ausdruck. Es muss eine neue Wertschätzung für die Lehre geschaffen werden. Mit dem derzeitigen krassen Missverhältnis zwischen Forschung und Lehre, das in den ungleichen Förderbeiträgen zum Ausdruck kommt, aber auch in den geringen Zeitkontingenten, die Hochschullehrer für die Lehre aufwenden wollen und auch können, damit wird die Digitalisierung der Lehre nicht gelingen. Bevor Lehrende sich nicht auch in der Lehre und nicht nur in der Forschung profilieren können, ist eine flächendeckende Digitalisierung unwahrscheinlich. Tja, und all das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif.
Daher an dieser Stelle zwei weitere Fragen. Was kostet uns die Digitalisierung und welchen Nutzen ziehen wir daraus? Nun, für die Erstellung einer einzelnen, voll digitalisierten Lehrveranstaltung sind bis zu 250.000 Euro notwendig. Versucht man zu sparen, sind die Erfolge ebenso dürftig wie die vieler Massive Open Online Courses. Doch muss jede Hochschule alles selbst machen? Ich meine nein und bin bei meiner dritten Botschaft, die Kosten auf viele Schultern zu verteilen. Bauen Sie landesweite, fachbezogene Pools mit digitalen Materialien auf und nutzen Sie diese hochschulübergreifend. So werden Hochschulen gleichzeitig zu Anbietern und zu Nutzern der digitalen Lehrangebote. Und mit diesen Angeboten können wir die Lehr- und Lerneffizienz entscheidend steigern. Und so lautet meine vierte Botschaft: Machen Sie die Lehre zu einem Markenzeichen Ihrer Hochschule. Fördern Sie neue Lehr- und Lernformate. Mit einer vorgeschalteten digitalen Selbstlernphase zum Beispiel erhält die anschließende Präsenzphase in derartig invertierten Szenarien eine neue Lehr- und Lernqualität mit permanenter Dozent-Student-Interaktion, mit individuellen Hilfestellungen, mit der Möglichkeit, Forschungsfragen in der Präsenzphase zu lösen. Nun, ich hoffe, dass ich mit meinen vier Thesen nicht nur einen Rahmen für die Digitalisierung definieren konnte, sondern mit meinen vier Botschaften eine Agenda erstellt habe, die unseren Hochschulen gangbare Wege in die Digitalisierung aufzeigt. Im Sinne einer guten Zukunft für die Hochschulen, insbesondere der Hochschulen in Hessen, wünsche ich mir, dass man sich diesen Herausforderungen konstruktiv und zügig stellt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.